Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir dieses Paket hier aus mit einem Steuerwagen von Brava, die 46550. Das ist die Artikelnummer gewesen. Ein Steuerwagen BNRD ZF, nicht ZV, sondern ZF. Ich neige irgendwie dazu, ZV zu sagen, wegen der Bequemlichkeit sehr wahrscheinlich, aber es heißt ZF. Die 740.2, also BNRD ZV, ZF. Scheiße. ZF 740.2 heißt der Steuerwagen. Ein Steuerwagen von der DB der Epoche 5. Ja. Wir haben hier eine digitale Anlage und wir haben eine Brava S-Bahn und den weißen Doppelstock Zug, den Twindex, von Brava gekauft. Ich bin gespannt, wie dieser Wagen fährt. Natürlich hier wieder ein Prospekt. Sieht sehr, sehr schön aus. Obwohl das ein 3D-Modell ist, nicht echt. Aber ich weiß nicht, ob Brava jetzt hat unsere Marke wird. Ja. Naja. Also, unsere Erfahrungen waren so, ja, die Modelle sehen schön aus, machen guten Sound, haben aber dann doch mit dem Schleifer und mit den Fahreigenschaften dann doch so ein paar Probleme bei uns auf der Anlage. Unsere Brava S-Bahn ist ja auch gerade kaputt. Müssen wir reinchecken. Das ist die Verpackung. Da ist der Steuerwagen. Ach ja, der Steuerwagen soll einen D plus H Funktionsdecoder haben. Soll haben, also es ist jetzt nicht gesagt, dass er ihn hat. Bin ich mal sehr gespannt, ob er ihn hat. Aber der Steuerwagen soll einen Schleifer unten haben. Ja. Und damit soll man den so wie den weißen Doppelstockzug, den ganzen Zug so Beleuchtung so schalten können. So wie eine ganz normale Lok mit den Funktionen, mit den Lichtern. Okay. Hier sind so Zugrüstteile, Ersatzteile. Noch eine Kupplung. Beschreibung. Wie man den Wagen aufmacht und so weiter und so fort. So. Dann gucken wir uns den nochmal an. Den haben wir. Also der Wagen ist jetzt maßstäblich. Genau den haben wir jetzt auch noch. Ihn nicht maßstäblich so gesagt. Von Märklin war der, glaube ich. So. Okay. Man merkt, hier unten sind zwei Drähte, die ganz leicht abbrechen. Man sieht, wenn ich einmal da dran tappe, biegen sich die schon so leicht durch. Da ist der Schleifer. Ja. Ja, da steht jetzt Hannover Hauptbahnhof drauf. Da kann noch eine Kupplung rein. Da ist auch noch keine Kupplung drin.
Kann man aber, glaube ich, jede reinmachen, die man möchte. Also die, die diesen Schacht da ausfüllt. Innenausstattung sieht meiner Meinung nach sehr, sehr gut aus. Ja. Nichtraucher, zweite Klasse. Und ja. Na, da bin ich mal gespannt, was der alles kann. Natürlich maßstäblich lang. Alle Räder lassen sich gut rollen. Ja. Ich bin mal gespannt. Bei Brava bin ich immer relativ misstrauisch. Was Wechselstrommodelle anbelangt. Ich glaube, Gleichstrom, ich kenne mich mit Gleichstrommodellen von Brava nicht aus. Ich glaube, die sind gut. Ja, könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben. Aber das wär's mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, dann kommt in den nächsten Wochen ein Fahrvideo zu diesem Steuerwagen mit dem passenden Wagen und hoffentlich auch mit der passenden Lok. Da werden wir bestimmt eine schöne finden. Dann haut rein. Ciao.